Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Heute geht es darum, eine Umweltplakette an die Scheibe zu kleben, vorher aber die alte, ja, zu entfernen. Denn das Problem ist, man darf ja nicht mit einer falschen Umweltplakette durch die Gegend fahren und auch nicht mit mehreren Umweltplaketten. Mehrere Umweltplaketten, das bedeutet genauso viel wie gar keine eigentlich. Über den Sinn und den Unsinn der ganzen Geschichte will ich hier eigentlich auch gar nicht diskutieren. Fakt ist, die alte Umweltplakette muss ab und die neue muss dann im Prinzip da drauf. Hierfür werden wir ja ganz einfache Hilfsmittel einfach nur benutzen. In meinem Fall hat sich das bei mir bewährt, einfach eine Klinge von einem Cuttermesser zu nehmen. Diese sollte natürlich möglichst sauber sein, also da sollten keine Beschädigungen an der Klinge selber sein, weil wir dadurch natürlich die Scheibe verkratzen würden. Wir müssen natürlich vorsichtig vorgehen, aber ich denke, das Ergebnis wird zufriedenstellend. Also ich habe es schon häufiger gemacht, und so ist es nicht, aber viele wissen halt nicht, wie sie diese alten Umweltplaketten vernünftig abbekommen. Ne, das zeige ich euch jetzt heute einfach mal, wie wir die abkratzen, die Scheibe in dem Bereich einmal reinigen und die neue Umweltplakette dann einfach anbringen. So, ich habe die Kamera jetzt einfach mal umgedreht. Im Prinzip seht ihr jetzt natürlich die Scheibe von innen. Und wir müssen im Prinzip mit dem Messer hier oben ganz normal ansetzen. Also wirklich so auf der Kante mit einem leichten Winkel. Also ich weiß nicht, das sind jetzt 30 Grad oder so. Den Winkel, den ich hier, weil klar, flach kann man es nicht. Und so macht es keinen Sinn. Deswegen schön in so einem leichten Winkel von etwa 30 Grad die Klinge halten. Besser wäre natürlich irgendwie, oder es wäre natürlich auch möglich, mit einem Cerankochfeldschaber oder so zu arbeiten. Habe ich jetzt nicht da, ich habe nur die Klinge und deswegen werden wir hier einmal jetzt versuchen, das Ding vernünftig runterzukratzen. Das wird alles nicht auf einmal oder auf Anhieb funktionieren. So. Hier haben wir schon mal die Trägerfolie, die löst sich schon mal ab, das ist schon mal gut. So, würde sagen, 60% schon geschafft. Wie ihr seht, ist gar nicht so schwierig. Und dann gehen wir einfach wieder, wie gesagt, mit der Klinge. Jetzt wird es alles ein bisschen einfacher. Und dann kratzen wir das im Prinzip hier einfach nur im Prinzip so weg. Klar, wir haben da natürlich noch ein bisschen Klebereste, aber die kriegen wir gleich auch noch schön runter. Man sollte natürlich versuchen zu vermeiden, aufs Armaturenbrett oder an die A-Säulenverkleidung zu kommen. Wir wollen die ja nicht beschädigen. Die ist natürlich sehr tief geklebt worden. Dadurch ist natürlich ein bisschen schwieriger hier auch vernünftig dran zu kommen. Aber ich denke mal, alles ist irgendwo machbar. So, und ich denke mal, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch mit dem Glasreiniger um ein Tuch drüber gehen und einmal die restlichen Klebereste entfernen. So, und wie wir jetzt sehen können, die Umweltplakette ist weg. Die Scheibe ist soweit sauber und jetzt können wir eigentlich direkt die neue draufkleben. So, um jetzt die neue Umweltplakette aufzukleben, müssen wir im Prinzip hier nur dieses Trägerpapier, beziehungsweise diese Folie abziehen.
hier und hier auch, so dass wir einmal die komplette Plakette ja klebrig haben. Und dann müssen wir die einfach nur unten rechts in die Ecke reinkleben. Und dann wäre es das schon. Ja, und dann nehmen wir die Umweltplakette, legen die hier unten an. Drücken die einfach nur fest, streichen einmal von der Mitte nach außen, falls irgendwie Luftbläschen drin sind. Ja, fertig. Ja, so einfach war das. Alte Plakette ist ab, die neue ist dran. Dadurch riskieren wir jetzt natürlich auch keinen Strafzettel mehr, weil ich glaube, es kostet irgendwie über 40 Euro, wenn nicht sogar einen Punkt, wenn man ohne oder mit einer falschen Umweltplakette durch die Gegend fährt. Im Endeffekt, gut, was man sich da früher bei gedacht hat, keine Ahnung. Aber ich denke mal, das ist irgendwie wie mit diesen G-Cut-Plaketten, hat man ja noch auf alten Autos ab und zu mal gesehen, wenn man mal so ein älteres Fahrzeug gekauft hat. Die hatten noch diese, ich glaube sechseckig waren die, orange, ja diese G-Cut-Plaketten. Aber den genauen Hintergrund kenne ich selber auch gar nicht, da bin ich noch ein bisschen zu jung für. Im Endeffekt, wie gesagt, das Gesetz schreibt es vor, wir müssen es haben, sofern wir in Umweltzonen reinfahren möchten. Autobahnen sind davon ausgenommen, aber größere Innenstädte sind häufig mittlerweile nur noch mit einer grünen Umweltplakette zu befahren. Also selbst gelbe oder rote dürfen nicht mehr in Innenstädte diverse, also ich glaube mittlerweile aller Großstädten rein. Und als erstes damals war sogar, ich glaube, Leipzig. Leipzig hat sehr, sehr früh schon alles oder alle Diesel. So eine Umweltplakette ist ja eigentlich auch nur für Diesel relevant. Ne? Weil ein Benziner, Euro 1 bis Euro 6, die kriegen alle eine grüne, pauschal. Das ist einfach so. Es geht ja wirklich nur um diese Feinstaubbelastung, also Feinstaub von Dieselmotoren. Die werden ja dann einfach durch die Euronormen klassifiziert. Hat man Euro 2, kriegt man eine rote Plakette, hat man Euro 3, kriegt man eine gelbe Plakette, Euro 4 und höher eine grüne Plakette. Hat man aber auch noch einen Euro 3 mit einem nachgerüsteten Dieselpartikelfilter, dann kann man auch noch die grüne Plakette bekommen. Aber diese bringt natürlich jetzt auch irgendwo in Zukunft auch nicht mehr viel, wenn es Dieselfahrverbote bis Euro 5 in Zukunft in Innenstädten geben wird. Ob das jetzt wirklich kommt oder nicht, sei erstmal dahingestellt. Ich glaube, die Länder sind dafür selber für zuständig, diese Fahrverbote irgendwo zu verhängen. Aber da lassen wir uns doch einfach mal überraschen. Die Autohersteller, die rühren ja jetzt schon wieder kräftig die Werbetrommel für ihre neuen Fahrzeuge. Umweltfreundlicher Euro 6D Temp etc. Abwrackprämien gibt es ja jetzt schon wieder. Aber im Endeffekt bleibt der Kunde ja drauf sitzen. Wenn er sich jetzt vor ein paar Jahren guten Gewissens natürlich irgendwo einen Euro 5 Diesel gekauft hat und dachte, damit ist er auf jeden Fall sicher. Ja, Pustekuchen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Macht's gut. Ciao.